Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir eine leckere Bündner Nusstorte. Die Bündner Nusstorte, auch bekannt unter Engadiner Nusstorte, ist eine Spezialität aus dem Graubünden, Kanton Graubünden bei uns in der Schweiz, besteht aus karamellisierten Walnüssen und einem Mürbteig. Sehr, sehr bekannt, sehr lecker, sehr reichhaltig und sehr viel Zucker drin, denn wir brauchen ein Karamell. Den stelle ich mir als erstes her, die Nussfüllung, die ich hier brauche, zuerst einmal Zucker karamellisieren. Ich mache das heute mit Hello Sweetie. Wenn du es mit Zucker machst, dann funktioniert das genau gleich. Hello Sweetie karamellisiert etwas früher, also es geht ein bisschen schneller als bei normalem Zucker. Das ist auch eigentlich der einzige Unterschied, den Hello Sweetie zu Zucker hat. Es karamellisiert einfach ein bisschen früher. Dann starten wir gleich los. Ich brauche hier den Saft einer Zitrone in einem Kochtopf. 250 Gramm Zucker dazu oder eben Hello Sweetie, ab auf den Herd, karamellisieren. Hier brauche ich noch einmal Zucker, 200 Gramm, 150 Gramm Sahne dazu und 60 Gramm Honig. Einmal durchmischen und ebenfalls parallel zum Zuckerkaramellisieren aufkochen. Beim Karamellisieren immer vorsichtig, das wird sehr, sehr heiß. Und immer etwas Flüssigkeit dazu, hier eben in Form von Zitronensaft, dann brennt dir das nicht an. Und du hast einfach viel, viel mehr Zeit, dir einen schönen Karamell herzustellen. Dann höre ich jetzt schon die Kommentare oder ich sehe sie vor mir. Geht das auch mit weniger Zucker? Nein, es geht nicht. Ich habe es getestet. Der Karamell läuft immer aus und es schmeckt halt einfach nicht wie das Original. Darum, wenn du Zucker reduzieren willst, kannst du ihm Hello Sweetie einsetzen oder halt auf die Bündner Nusstorte verzichten und ein anderes Rezept backen. Das ist wirklich sehr, sehr zuckerhaltig. Er fängt jetzt schon leicht an zu karamellisieren. Und hier ist es für mich so eine optische Sache. Ich könnte den Zucker natürlich messen. Ich schaue aber, wenn das Ganze schön eine karamellige Farbe hat, dann ist es für mich okay. Kann man hier ruhig dann ein bisschen zurückschalten. Wichtig ist auch, dass der so ein bisschen kochen kann, damit die Feuchtigkeit weggeht. Nicht, dass dann zu viel Feuchtigkeit in der Nussfüllung ist und das Ganze beim Backen ausläuft. Also wenn ich die Farbe habe, schalte ich hier ein bisschen zurück. Dann warte ich einfach, bis die Sahne hinten kocht. Warum koche ich das Ganze hinten auf? Wenn ich das kalt dazugeben würde, würde es sofort stocken und ich hätte so Klumpen drin. Und weil das jetzt schön heiß ist, kann ich das beigeben. Klar hat das da auch ein bisschen einen Temperaturunterschied, aber ich kann jetzt hier das Ganze einfach noch ein bisschen durchkochen, die Sahne etwas einreduzieren lassen, bis das nicht mehr ganz so flüssig ist. Und du siehst, es hat die Konsistenz behalten, also wir haben hier nichts, das gestockt ist und das ist ziemlich cool. Guter Trick, wenn du irgendwann mal Karamell kochst, wenn du ihm kalte Sahne zugibst, zieht es alles wieder zusammen, dann musst du es nochmal aufkochen und so geht es einfach schneller, wenn du beides parallel machst. Wenn du trotzdem die Temperatur messen willst, dann etwa 120 Grad sollte hier dieser Zucker haben. So, Karamell ist fertig. Habe ich jetzt noch 1-2 Minuten kochen lassen. Jetzt kommen natürlich die Walnüsse dazu. Da gibt es verschiedene Präferenzen. Einige quetschen die noch ein bisschen. Ich habe jetzt hier aber sowieso Bruch gewählt. Das würde ich dir auch empfehlen. Nicht halbe Walnüsse oder Baumnüsse, wie sie in der Schweiz heißen. Wird einfach viel zu teuer. Dann gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Walnüsse sind sehr gesund.
Nützt aber nichts, wenn es jetzt hier in Karamell kommt. Klar hast du die Fettsäuren und so nimmst du trotzdem auf, aber es wäre sicher besser, wenn du sie so essen würdest. 310 Gramm gleich mit dazu. Und hier ein bisschen darunter mischen. Wunderbar. Man sieht jetzt auch, der Karamell wird schon ein bisschen fest. So muss das sein. Den lasse ich mir jetzt aushärten. Und zwar hier gleich in einem Backring. Hier habe ich einen 24 cm Backring. Backpapier oben drauf. Der hier hat 22 cm Durchmesser. Runterdrücken. Die ganze Füllung rein. Hier noch ein bisschen grob verteilen. So ein bisschen runterdrücken. Und der muss jetzt schön fest werden. Darum mache ich diesen Schritt hier immer am Vortag. Dann kann der über Nacht schön anziehen. Und bevor ich ihn brauche, habe ich dir dann noch einen Trick. Aber das zeige ich dir, wenn wir soweit sind. Nächster Schritt, Nusstortenteig. Ich brauche 220 Gramm Butter. Direkt aus dem Kühlschrank habe ich mir schon in Würfel geschnitten. Ab in die Küchenmaschine. 85 Gramm Zucker, wie der Hello Sweetie bei mir. 2 Gramm Salz, das bricht ein bisschen die Süße. 15 Gramm Sahne. Alles dazugeben, Küchenmaschine starten und alles einmal schön glatt rühren. Wenn alles so schön glatt ist, das reicht schon, nicht zu lange cremig rühren, nicht, dass das extrem weich wird und so richtig schaumig, sonst hast du weniger Stabilität. Gebe ich 330 Gramm Weißmehl bei und knete mir alles zu einem Teig. Jetzt nicht mehr zu lange mischen, nicht, dass der Gluten im Mehl angeregt wird, sondern einfach zu einem Teig rühren. Der Teig ist nun schön zusammengeknetet. Das ist ein fester Teig. Genauso muss der sein. Denn wir wollen ja nicht, dass der Karamell dann ausläuft. Darum muss der eher fester sein und mürber. Das ist dann eine wunderschöne Kombination mit der Süße des Karamells. Noch einmal ein bisschen durcharbeiten, den Teig. Nehme ich hier in etwa 2/3. Die walle ich mir auf 3 mm Dicke aus. Du kannst den Teig hier auch etwas kühlen. Ich würde aber nicht länger als eine Stunde, denn wenn der zu fest gekühlt ist, dann bricht er dir extrem auseinander. So, 3 mm, dünner sollte er nicht sein. Hinten habe ich einen Backring vorbereitet, 24 cm Durchmesser, leicht eingefettet. Halbieren, reinlegen und siehst du schon, wie schön mürbe das der ist. Der bricht schon ein bisschen auseinander. Da kann es ein bisschen Probleme geben. Ist aber nicht weiter schlimm, einfach wieder ein bisschen zusammendrücken. Hier den Rand dann gleich reinklappen, sonst bricht er sofort. Zum Auslegen ein bisschen mühsam, zugegeben, aber zum Essen wunderbar. Und um das geht es ja im Endeffekt. Hier mache ich mir die Arbeit und nicht alle die, die dann vom Kuchen probieren, dass die die Arbeit beim Essen haben. Das darf natürlich nicht so sein. Schön reindrücken und hier einfach mit den Fingern wieder ein bisschen drücken und korrigieren. Dann sieht man da absolut nichts mehr. Messerrücken, das Überschüssige abstreifen. Und jetzt kommt unsere Füllung zum Tragen. Habe ich gestern auskühlen lassen, 2 Stunden bevor ich hier den Teig gemacht habe, in den Tiefkühler gelegt. Jetzt ist das Handling wunderbar.
kann ich nur noch so reinlegen und ich nehme jetzt nicht die Oberfläche oben, sondern drehe das Ganze einmal um. So reinlegen, restlicher Teig auswählen. Hier schaue ich, dass ich eher ein bisschen rundlich bleibe, damit der Teig reicht. Den habe ich mir gleich ausgerechnet für eine Torte. Dann so schön oben drüber legen. Überschüssiges wieder abziehen. Dann nehme ich hier ein verquirltes Ei und streiche die ganze Torte einmal an. Dann gleich noch einmal, wenn ich einmal durch bin, noch eine zweite Schicht auftragen. Nächster Schritt, Gabel flach hinlegen und so nach hinten durchziehen, damit ich ein schönes Muster reinbringe. Hier kannst du ruhig ein bisschen Druck geben. Dann hast du hier ein schönes Muster drin. Dann von dieser Seite hier auch noch so ein Raupenmuster reinmachen. Zum Abschluss hier mit der Gabel reindrücken, nach hinten durchziehen, zwischendurch, wenn es klebt, ein bisschen ins Ei rein. Das verschließt mir den Rand und gibt zusätzlich noch ein tolles Muster rein. Und dann noch ein wichtiger Punkt, stupfen. Wir müssen hier noch ein bisschen Löcher reinmachen. Warum? Damit der Dampf entweichen kann. Sonst blätest du uns da den Teig oben auf und das macht es sowieso ein bisschen, aber der Dampf soll hier zu den Löchern raus. Und das mache ich nicht irgendwie, sondern wenn ich hier schon ein schönes Muster habe, schaue ich immer, dass das ein bisschen versetzt ist und trotzdem so ein Muster erkennbar ist. Und dann in den Ofen schieben bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Mittlere Schiene. Schließen, goldgelb backen, circa 40 Minuten. Die Nusstorte ist nun goldgelb gebacken und ich werde nicht müde, es zu sagen, jeder Ofen ist anders. Es kann sein, dass du die bei dir nur 30 Minuten backen musst oder sogar 45, dass sie schneller Farbe bekommt, dann einfach die Temperatur ein bisschen reduzieren. 40 Minuten ist ein Richtwert, kann ein bisschen weniger lang sein, kann aber auch länger sein. Dann die klassische Engadiner Nusstorte, die ist sehr, sehr bleich in der Farbe, also nicht so goldgelb. Mir gefällt es persönlich so viel, viel besser, darum habe ich es so gemacht. Ist nicht ganz das Original, aber spielt keine Rolle. Sieht richtig cool aus, goldgelb, wunderbar, eigentlich unspektakulär. Und wenn sie so aussieht, dann hast du alles richtig gemacht, denn das ist ein Zeichen. Karamell ist nicht ausgelaufen, Teig ist schön dicht. Die Füllung ist drin, dort wo sie hingehört, so muss das sein. Die Torte ist ausgekühlt, Ring entfernen. Wunderschön sieht sie aus. Wo schneide ich da rein? Am besten hier. Mal ein Stück rausschneiden. Und oben ist sie schon wunderschön mürbe. Hier ein Stück rausziehen. Und schau dir das mal an. Sieht das nicht wunderbar aus? Schöner Karamell, Nüsse, oben und unten der Teig wunderbar durchgebacken, gleichmäßig verteilt. Einfach eine Freude, beiß ich gleich so rein. Mmh.
zu Recht ein sehr beliebtes Gebäck bei uns in der Schweiz. Richtig super, egal ob mit Zucker oder Hello Sweetie. Es funktionieren natürlich beide Varianten. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Abonniere den Kanal, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Am besten gleich die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ich genieße hier die Torte noch weiter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Marcel.